Boah, sehr. Du hast keine Kalendereinträge. Nein, ich will keinen Eintrag erstellen. Oh mein Gott. Das trinkt Kylie Jenner bestimmt. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin Sophia und ich werde heute einen Tag essen und trainieren wie Kylie Jenner. Ich glaube, jeder kennt sie. Also, wer auf Instagram ist, muss sie eigentlich kennen. Wer die Medien oder irgendwas schaut, der kennt Kylie Jenner. Es ist einfach krass, was sie für eine Figur hat. Also, sei mal dahingestellt, ob sie jetzt das Geld hätte, sich da auch optisch zu verändern, ohne was dafür zu tun. In ihrer Instagram-Story sieht man auf jeden Fall auch natürlich ihre Ernährung, aber auch ihr Training und deswegen werden wir das heute einfach mal machen. Wie gesagt, sei dahingestellt, ob ihr Körper jetzt komplett echt ist oder nicht. Ich glaube, sie hat es nie irgendwo angesprochen, also nichts dazu gesagt. Aber man sieht ja immer diese Vorher-Nachher-Bilder und da denke ich mir manchmal so, okay, wow, das ist schon krass. Aber ich finde auch, man sollte da einfach mit einem, ja, offenem Auge einfach rangehen und wissen, okay, die Kardashians haben einfach super viele Mittel, um sich theoretisch äußerlich verändern zu lassen, um sich bestimmte Beauty-Prozeduren zu leisten, alles Mögliche, was sich ein normaler Mensch eigentlich nicht leisten könnte. Das schon mal als kleines Intro. Also ich versuche hier auch nicht wie Kylie Jenner zu werden oder so. Wir machen das ja alles nur Spaß. Aber ich finde eigentlich ganz interessant, dass sie ihren Morgen um 7 Uhr normalerweise startet. Das habe ich nämlich heute nicht so ganz geschafft. Ich hatte es erst vor, Leute, um 7 Uhr aufzustehen, aber ich habe gestern nur 3 Stunden geschlafen und dann dachte ich mir so, okay, wir sollten das vielleicht heute mal lassen mit dem Frühaufstehen. Deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem Frühstück an. Und zwar habe ich gelesen, dass sie Selleriesaft zum Frühstück trinkt. Also da war ja auch so ein Riesenhype um den Selleriesaft. Deswegen werden wir das Ganze gleich mal ausprobieren. Ich habe schon Sellerie gekauft. Ich habe jetzt keinen fertigen Saft. Das erschwert mir die Sache auf jeden Fall etwas. Weil ich nur einen Mixer habe, müssen wir das irgendwie selber schaffen. Und dann trinkt sie über den gesamten Tag. Sie fängt aber zum Frühstück damit an. Brühe mit Zitrone und Lavender. Was? Also das habe ich wirklich noch nie gehört. So klar, wir kennen das Zitronenwasser. Wir kennen meinetwegen auch schon normale Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe. Die soll ja auch gesund sein, wenn man sie richtig macht. Aber so normale Brühe und damit Zitrone und mit Lavender, weil Lavender ist ja eher so einschlafen und Zitrone so pushen. Das ist doch voll gegensätzlich. Aber egal, das werden wir uns gleich auch noch machen. Und dann gibt es noch zum Frühstück Bacon, Eier und Avocado. Also eher was Low-Carb-mäßiges. Sie isst aber nicht Low-Carb. Das werdet ihr den Tag noch sehen. Ja, let's go. Ich würde sagen, ich wasche den erstmal ab. Der ist hier unten voller Erde. Hier haben wir unseren Sellerie. Ich werde das jetzt mal mixen. Und wir haben einfach so viele Küchengeräte. Das ist so krank eigentlich. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wasser hinzufügen, damit sich das besser verblenden lässt. Und wie gesagt, es ist kein Entsafter. Deswegen wird das alles ein bisschen komplizierter. Aber das schaffen wir. Was ist das? Hier klebt irgendwas an meinem Fingernagel. Der Sellerie wollte ein Teil von mir werden. Ich will das aber nicht. Will it blend? Also eigentlich haben wir so einen Stock dafür, dass man das runterdrücken kann. Aber ich weiß nicht, wo Daniel den hingepackt hat und der ist gerade nicht hier. Deswegen werde ich es jetzt mal hiermit versuchen. Oh mein Gott, bitte nicht nachmachen. Das riecht einfach nach klein gehäckselter Sellerie. Ich habe einmal Selleriesaft getrunken. Es war richtig eklig. Jetzt kommt Take 2, aber selbstgemachter. So, ich habe jetzt das Sieb hier gefunden. Boah, das sieht einfach so schaumig aus. Also dafür, dass das einfach 2 solche Selleriebündel waren, ist das so wenig. Hier haben wir jetzt unseren Saft. Reicht genau für ein Glas. Also ich würde Sellerie, glaube ich, immer so essen, weil man da einfach viel mehr Volumen hat. Aber der Vorteil, wenn man sich Säfte aus Gemüse macht, ist natürlich, dass in diesem Glas sehr viele Vitamine und Nährstoffe stecken. Eben die ganzen Nährstoffe aus diesen 2 Bündel Sellerie. Ich habe ja noch ein bisschen Wasser hinzugefügt, also wäre es sonst noch ein bisschen weniger gewesen. Ich stelle ihn nochmal kurz in den Kühlschrank, damit der ein bisschen kühler wird und wir machen die anderen Sachen. Aber irgendwie sieht er so voll nach diesen Hot Girl Summer TikToks aus. Grüner Saft und so, richtiger Vibe ist das ja. So, ihr Lieben, hier haben wir jetzt unser Frühstück.
Frühstück. Und zwar haben wir hier einmal Bacon mit 3 Eiern und einer halben Avocado. Das Ei ist nicht verschimmelt. Ich habe ja lilanes Salz genommen. Ihr wisst ja, ich liebe einfach Salz viel zu sehr. Aber das ist deswegen so ein bisschen blau geworden. Jetzt sieht das aus, als wäre das Ei verschimmelt. Also kauft am besten kein lila Salz. Ihr könnt es nicht benutzen, ohne dass alles danach vergammelt aussieht. Aber so schützt ihr euer Essen dann vor anderen neuen Mitbewohnern oder so, weil die denken, das wäre vergammelt. Hier ist unser Selleriesaft. Auf den bin ich echt besonders gespannt. Purer Selleriesaft. Ey, das ist so grün. Ey. Das sieht so gesund aus. Also mal schauen. Und dann haben wir hier unsere Brühe. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich jetzt kein Lavendel da drin habe. Aber ich habe tatsächlich keinen Lavendeltee gefunden. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Früher mochte ich Lavendel voll gerne, auch den Geruch davon. Aber jetzt finde ich ihn irgendwie richtig, keine Ahnung, nicht schlimm, aber unangenehm. Und deswegen bin ich gar nicht so traurig darüber, dass ich den jetzt nicht gefunden habe. Aber ja, oben schwimmt hier noch so ein bisschen Zitrone oben drauf. Ich habe noch nie so Rinderbrühe gekauft. Ich wollte auch eigentlich die aus dem Glas haben. Ich dachte, die wäre vielleicht noch ein bisschen nährstoffreicher als das Pulver. Weil an zweiter Stelle stand direkt Zucker und Maltodextrose so als Zutat. Und ich so, ja, das trinkt Kylie Jenner bestimmt. Aber ja, mal testen. Also, ja, kann sein, dass ich zu viel Zitrone reingemacht habe, aber es schmeckt ziemlich sauer. Aber halt nicht dieses erfrischend sauer wie Zitronenwasser, sondern, boah, das schmeckt ganz seltsam. Vielleicht hätte es der Lavendel dann doch noch ein bisschen abgerundet. Na gut, ich lasse das hier mal, boah, nee, das ist echt nichts für mich. Wie seltsam. Ich habe noch nie Rinderbrühe so richtig getrunken. Jetzt kommen wir zum zweiten Getränk, unserem Selleriesaft. Oh, es riecht so krank nach Sellerie. Leute, das schmeckt gar nicht so schlecht. Es schmeckt viel besser, als ich dachte. Und der schmeckt auch viel besser als der gekaufte Saft. Kauft keinen Selleriesaft, sondern macht ihn selber. Es war super aufwendig. Und wenn man jetzt echt denkt, das hier sind 2 Bündel Sellerie, dann rastig aus. Na gut, wir haben hier viele Nährstoffe drin und wir werden hydrated. Aber so viele andere Vorteile hat es, glaube ich, nicht. Und es ist auf gar keinen Fall ein Beauty-Wonder-Hack oder sonst was. Jetzt werden wir uns hier mal an unser Frühstück machen. Wir haben hier sehr viele gesunde Fette. Es ist nährstoffreich, auch wenn es keine Kohlenhydrate hat. Wir haben erstmal Proteine und Fette aus diesem Bacon. Dann haben wir Nährstoffe aus der Avocado und gesunde Fette, Omega-3. Und dann haben wir hier noch unsere Eier. Die sind auch nährstoffreich, haben Eiweiß. Das sieht zwar lecker aus, aber ich denke mir auch, das würde alles perfekt auf ein Brot passen. Der Bacon ist wirklich kross geworden. Ich wollte aber auch, dass er kross wird. Vielleicht ist er sogar ein bisschen zu kross. Alles zusammen auf einer Gabel. Schmeckt auf jeden Fall wirklich gut. Okay, ich bin jetzt wirklich voll. Also ich bin nicht durstig und ich bin wirklich satt. Also Fett und Proteine sättigen ja sehr. Und deswegen stelle ich den jetzt nochmal kurz in den Kühlschrank, trinke den gleich weiter. Und dann werden wir gleich erstmal zusammen ein Kylie Jenner Workout machen. Zu Hause habe gerade ein richtig krasses Training durchgezogen. Und zwar trainiert Kylie Jenner ja auch. Sie hat, glaube ich, ihr Privatgym. Also jedenfalls sieht es in ihrer Instagram-Story so aus. Und sie hat eben dort in der Story auch ein paar Trainingssequenzen drin. Wie es aussieht, macht sie das TikTok-Workout. Oder jedenfalls ist es auf TikTok bekannt geworden, dass man 30 Minuten mit der Steigung von 12 und der Geschwindigkeit, also in Amerika ist es 3,2. Ich meine, hier in Deutschland ist das 4,5 läuft. Dadurch ist man im Cardio-Bereich, aber der etwas ruhiger ist. Das heißt, man fängt auf jeden Fall an zu schwitzen, wie man sieht. Das habe ich direkt nachgemacht, also 30 Minuten. Das war auf jeden Fall sehr anstrengend. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie das macht. Das ist einfach ganz, ganz entspanntes Cardio, würde ich sagen. Dann habe ich gesehen, dass sie Pilates macht. Sie hat so eine Pilates, wie heißt das? Pilates-Brett, Maschine, keine Ahnung, zu Hause. Auf jeden Fall ist das ziemlich krass. Ich weiß nicht, wo man das hier in Hamburg machen kann. Wenn ihr das zufällig wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Da
dann probiere ich das mal aus. Ich finde das nämlich mega interessant. Ich habe es noch nie gemacht. Aber wie es aussieht, ist das mehr oder weniger ein Ganzkörpertraining mit dem Fokus auf Beine, Po und Bauch. Also Core, Körpermitte, Körperstabilität. Ich glaube nicht, dass die Arme so doll gebraucht werden. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit Pilates nicht aus. Aber ich denke, das ist ziemlich anstrengend, so wie ich das von anderen hier und da gehört habe. Deswegen habe ich jetzt einfach im Gym meine Beine trainiert, also einen Leg Day gemacht. Ich blende euch mal hier ein paar Sequenzen ein. Ich habe Sumo Squats gemacht, ich habe rumänisches Kreuzheben gemacht, ich habe Sumo Deadlifts gemacht, ich habe Adduktoren, Abduktoren, Hip Thrusts gemacht, also diese typischen Leg Day Beine-Po-Übungen, womit man ein Po aufbauen kann. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich früher auch öfter mal Workouts so hochgeladen habe oder auch Tipps, wie man zum Beispiel ein Booty aufbauen kann. Für mich sieht es in den Stories jetzt nicht so aus. Also für mich sieht es in den Stories nicht so nach diesem klassischen Booty-Building-Training aus. Deswegen verwirrt mich das ein bisschen, weil Kylie Jenner hat nun mal so eine krasse Sanduhrfigur und deswegen hat sie eben auch einen großen Po und deswegen habe ich einfach ein Workout dementsprechend gemacht. Sie hat in dem Interview mit Harper's Bazaar auch gesagt, dass sie gerne zu Hause trainiert, auf der Matte. Ich meine, sie hat ja ein Fitness zur Verfügung und deswegen habe ich am Ende bei mir auch noch so ein paar Booty-Übungen auf der Matte eingebaut. Also bei mir ist da so eine Grasfläche im Gym. Allerdings habe ich auch nicht alles aufgenommen, weil das Gym irgendwann ultra voll wurde. Kann ich auch verstehen, jetzt wo die Gyms wieder aufhaben, hat man irgendwie richtig Lust, wieder durchzuziehen. Und was ich in Kylie Jenner Story noch gesehen habe, ist, dass sie auf den Stairmaster geht und deswegen habe ich nach meinem Leg Day noch 15 Minuten Stairmaster eingebaut. Auch wenn ich schon ziemlich durch war, aber es hat sich gelohnt. Und jetzt freue ich mich mega auf mein Mittagessen. Und zwar ist Kylie Jenner zum Mittag entweder Lemon Chicken, also Zitronenhähnchen mit Reis und Gemüse. Das klingt ziemlich fitnessgerecht, würde ich sagen. Aber dann hat sie gesagt, dass sie auch gerne Burritos und Tacos zum Mittag isst und auch mal gerne einen Salat nach Hause bestellt. Also, dass sie durchaus auch mal Essen bestellt. Und ich würde sagen, wir machen uns mal heute Tacos, weil ich da richtig, richtig Lust drauf habe. Ich habe die lange nicht mehr gegessen. Mal schauen, ob die was werden. Mittag wie bei Kylie Jenner und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe versucht, die Fladen ein bisschen dünner und kleiner hinzubekommen, als die, die ich letztes Mal gemacht habe. Sie sind an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kaputt gegangen, aber es kommt ja auf den Geschmack an. Ich habe hier welche mit Pulled Pork und Barbecue Soße gefüllt. Dann habe ich da Avocado drin, Schmand, Käse ist drauf, Tomaten sind drauf und hier ist noch Hackfleisch drin. Ja, hier habe ich noch ein Stäbchen, aber ich glaube, das ziehe ich lieber raus, nicht, dass ich das gleich mitesse. Und ja, ich würde sagen, guten Appetit. Ich probiere das jetzt mal. Also nach dem Workout sind die echt perfekt. So, dann nehme ich hier mal einen mit Pulled Pork. Der schmeckt auch gut. Auch schön nach Barbecue, aber ich glaube, mir gefallen die mit Hackfleisch ein bisschen besser. Ich würde auf jeden Fall sehr weich. Das war's leider schon, aber die machen wirklich satt. Ich mache mich jetzt erstmal ein bisschen fresh hier. Ich komme ja immer noch vom Sport und dann schauen wir mal, was es zum Abendessen so gibt. So Leute, es gibt Abendessen à la Kylie Jenner. Und zwar hat sie gesagt, dass sie auch sehr, sehr gerne Sushi bestellt. Und wie ihr wisst, also wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt oder abonniert habt, was ihr natürlich an dieser Stelle gerne machen könnt, damit ihr keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, dann werdet ihr sogar benachrichtigt, wenn ich ein Video hochlade. Dann wisst ihr, dass ich ein absoluter Sushi-Liebhaber bin. Also ich liebe Sushi, das ist mein Lieblingsessen. Und deswegen freue ich mich, dass ich mir was bestellen kann. Leider ist es ja etwas teuer, aber ich denke, das ist für Kylie Jenner kein Problem. Theoretisch könnte sie sich das ja immer bestellen. Schreibt mal in die Kommentare, welches Essen würdet ihr euch immer bestellen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, sage ich mal. Weil Sushi, also ich könnte es jeden Tag essen, aber ich könnte es mir nicht jeden Tag bestellen. Vielleicht muss ich auch nochmal lernen, wie ich das selber mache, aber letztes Mal war das nix. Auf jeden Fall habe ich mir einmal eine California Roll bestellt mit Lachs, Avocado und dann ist da noch Sumiri obendrauf.
Guck mal an, wie gut das aussieht. Das hier ist auf jeden Fall bisher mein Lieblings-Sushi-Laden hier in Hamburg, wo ich gerne bestelle. Und zwar ist das Alster-Sushi. Aber meine allerliebsten Sushi-Läden befinden sich in Oldenburg. Also wenn ihr Empfehlungen habt, gerne in die Kommentare. Und sonst, wie gesagt, kann ich euch Alster-Sushi empfehlen. Ich dippe das hier mal in ein bisschen Sojasauce. Wasabi ist nicht so mein Fall. Stimmt, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich bestellt habe. Die ist ein bisschen spicy. Also das ist eine Spicy Salmon Avocado Roll. Und das hier ist eine ganz besondere Rolle, die finde ich aber auch mega lecker. Die ist nicht mit Reis, sondern so mit Reispapier, also so wie eine Sommerrolle. Und da ist auch Lachs drin, Rucola, Gurke, Frischkäse, Avocado. Ich finde die auch mega lecker. Und dann haben wir auch noch Ingwer dabei. Es ist wieder soweit, es ist schon wieder das letzte Sushi-Röllchen. Ich könnte heulen, es ist einfach so lecker. So Leute, es ist jetzt schon ziemlich spät, nämlich 23.34 Uhr und deswegen ist es Zeit für unseren Snack, und zwar unseren Kylie Jenner Snack, denn sie ist sehr... Du hast keine Kalendereinträge um 23.34 Uhr. Oh mein Gott, sie... Nein, nein, ich will keinen Eintrag erstellen, oh mein Gott. Wem passiert das auch immer? Ey, ich kann nicht die Einzige sein. Meine Uhr, mein Siri spricht plötzlich mit mir. Das ist nicht normal. Auf jeden Fall habe ich jetzt keinen Kalendereintrag, außer dass ich jetzt den Snack von Kylie Jenner esse. Und zwar habe ich gehört oder habe ich in dem Video gesehen, dass sie auch abends gerne einen Apfel isst, weil sie nicht so ungesunde Snacks essen möchte, sondern eher gesunde Snacks. Allgemein möchte sie sich eher gesund ernähren, wie man, glaube ich, heute auch schon gemerkt hat. Ich finde es auf jeden Fall super, Obst als Snack zu essen. Ich mag das auch mega gerne. Klar, man kann jetzt sagen, die haben auch Fruchtzucker, aber Obst oder auch Gemüse, also wenn ihr beides als Snack esst, Leute, es hat so viel Vitamine und Nährstoffe, Makronährstoffe, Mikronährstoffe, und deswegen ist es auch super gut für uns. Und was ich unbedingt noch sagen wollte, ist, dass ihr das natürlich gerne als Inspiration nehmen könnt, aber versucht nicht, Leute zu kopieren in deren Ernährung oder so. Nehmt das alles als Inspiration und probiert es gerne mal aus. Schaut, was ihr davon gerne mögt oder was ihr in eure eigene Ernährung integrieren möchtet. Vielleicht hat man ja so ein paar neue Sachen entdeckt. Also ich finde die Tacos ziemlich nice. Die mache ich bestimmt noch öfter in der Art. Und diese Brühe werde ich auf jeden Fall nicht nochmal trinken, weil das ist überhaupt nicht meins. Egal, ob das gesund ist. Vielleicht werde ich mir mal einen Selleriesaft machen. Wenn ja, dann seht ihr das auf Instagram. Aber da muss ich schon echt gewillt sein, einen richtig healthy grünen Saft zu trinken. Aber ich dachte echt, ich mag das gar nicht. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass ich das nochmal probiert habe. Genau, ich finde es echt beeindruckend, was Kylie Jenner so alles, sage ich mal, geschafft hat. Also auch mit ihrer Marke. Und klar, man könnte jetzt sagen, sie hatte ja das Geld oder die Mittel, um das aufzubauen. Und war ja schon bekannt. Aber ganz ehrlich, sie hätte es ja nicht machen müssen. Und deswegen finde ich es echt bemerkenswert, was sie damit so geschafft hat. Und genau, ich fand das Essen heute richtig lecker. Also ich hatte nichts daran auszusetzen. Besonders am Sushi. Oh mein Gott. Wie gesagt, ich könnte das echt jeden Tag essen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Essen heute fandet. Also hätte euch der Tag gefallen oder hätte euch das Essen eher nicht gefallen? Und wie fandet ihr das Training? Schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne Stars in die Kommentare, wo ihr sehen wollt, dass ich mich auch wie die ernähre oder auch so trainiere wie sie. Dann kann ich das auf jeden Fall gerne öfter machen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!